Wusstest du, dass du bei Saal Digital auch einen Kalender bestellen kannst, den du mit einer externen Software selbst gestaltet hast? Dafür musst du nur ein paar einfache Schritte befolgen. Zunächst einmal musst du die entsprechende Vorlage für deinen Kalender von der Webseite herunterladen. Auf diese Weise ist gesichert, dass die Größe und Auflösung korrekt sind. Die Vorlagen sind sowohl für Photoshop als auch für InDesign verfügbar. Nachdem du deinen Kalender mit den heruntergeladenen Vorlagen gestaltet hast, musst du eine PDF-Datei mit allen Seiten oder jeweils eine PDF-Datei pro Seite, wie in diesem Beispiel, mit den im Profibereich der Website angegebenen Parametern exportieren. Wir empfehlen den Download der Adobe-PDF-Vorgaben für Saal Digital, die auf der Website verfügbar sind, um die Arbeit zu erleichtern. Sobald du deinen PDF-Kalender entworfen und exportiert hast, ruf den Webshop auf. Wähle die Art des Kalenders, den du entworfen hast. Im Konfigurator musst du auswählen, wie viele Kalender du bestellen möchtest. Das von dir gewählte Format, die Oberfläche, die du zuvor beim Herunterladen der Vorlage ausgewählt hast, und im Kalenderdesign musst du die Option Ohne Kalendarium wählen. In diesem Fall spielt es keine Rolle, welchen Kalendertyp du wählst, da die ausgewählte Option keine Daten enthält. Jetzt musst du die Option PDF-Upload auswählen und die exportierten PDFs hinzufügen. Das war's. Dein Kalender ist fertig. Jetzt musst du nur noch überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Und den Artikel in deinen Warenkorb legen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Jetzt bist du dran.